Es geht weiter bei Let's Play Mario Kart 8. Ja, heute diesmal wirklich der Bananen-Cup. Nicht so wie beim letzten Mal schon angekündigt. Heute mit Metall Mario. Und mit den Strecken Staub, trockene Wüste, Donut-Ebene, königliche Rennpiste und DK-Dschungel. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Ja. Also der DK-Dschungel ist... Irgendwie, eigentlich ist es eine leichte Strecke, aber irgendwie gelingt mir da auch nicht alles. Aber ich probiere es auf jeden Fall. So, beginnen wir aber mit der staubtrockene Wüste. Ein Remake vom Gamecube-Teil. Und zwar Mario Kart Double Dash. Mein liebstes Mario Kart vor Mario Kart 8. Jetzt sind die ungefähr gleichwürdig. Natürlich, Mario Kart 8 hat natürlich den Grafikvorteil. Aber ansonsten... Würde ich sagen, sind die beiden Spiele recht auf gleicher Höhe. Zumindest in meinem persönlichen Ranking. Mario Kart 7 ist so eines von denen, die mir noch am wenigsten gefallen. Irgendwie hat mir der Grafikstil nicht so ganz gefallen. Warum ist jetzt mein roter Panzer weg? Ich hoffe mal nicht wegen der Hupe. Na, eigentlich kann es mir egal sein. Was ist denn los? Was ist das denn für ein Start? Mann, ey. Fängt ja wirklich geil an. Naja. Gibt es hier drei Pilze für mich. So. Und einmal hier rüber. Holen wir uns noch einen Booster beim Baby Mario. Und jetzt geht's weiter. So. Eventuell hätte ich auch die Pilze aufheben können, um eine Abkürzung zu zeigen, aber ich kenne jetzt hier auch gar keine. Weg mit dir. Und jetzt haben wir nur noch Baby Mario. Also ich denke mal, Peach und Baby Mario sind unsere Gegner heute. Ja, man hätte natürlich hier abkürzen können, ne? Da, wo auch diese Obelisken da umgefallen sind. Und wo könnte man noch abkürzen? Eigentlich nirgendwo. Ach Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre wirklich hier wieder Müll zusammen. Muss mich mal langsam konzentrieren wieder. Ja, hier können wir natürlich drüber hüpfen. Der rote ging an uns vorbei. So, Banane abgelegt. Fährt einer drauf? Anscheinend nicht. Also keiner von den Interessanten. Wenn dann irgendein Dulli auf Platz 7 da drüber wäre, ist mir dann auch egal. So, eine Runde ist es noch. Wir haben eine Banane, die ich aber jetzt abwerfen werde. Und hoffen wir mal, dass wir hier ein besseres Item bekommen. Ja, geht. Ist okay. Auf jeden Fall besser als eine Banane als Angriff. In der Defensive ungefähr gleichwürdig, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall ganz eng, die ganze Sache. Die sind nicht weit weg, aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier die ersten 15 Punkte holen werden. Wäre irgendwie traurig, wenn nicht. Aber in diesem Rennen lief es auch nicht wirklich gut. Nein, auf unsere eigene Banane, Mann. Ich verkack's jetzt echt noch, oder? Und wieso bekommen wir diese Tintenflecke nicht abgewaschen, wenn wir schon im Wasser waren? Alter, wir verkacken es. Sei denn, ich treffe sie jetzt richtig gut, aber sie hat noch einen Pilz. Ah, ich treffe nicht mal. Okay, wir haben es verkackt. Oh, und wären sogar fast noch Dritter geworden, weil wir auf die Banane gefahren sind. Also ich bin ein richtiger Trottel jetzt gewesen in diesem Rennen. Naja, müssen wir es dann halt in den nächsten Rennen wieder gut machen. Hoffe ich zumindest. Also überall Goldpokal ist absolute Pflicht. Ansonsten wäre ich echt abgefuckt. Aber halt, wie viele Punkte, das war eher so die Frage. Aber hier können wir schon mal nicht die 60 Punkte holen. Naja, egal. Kriegen wir trotzdem schon irgendwie gut hin. Oh, ein riesen Bowser-Panzer war mit einem Weg in der Sicht. Zum Glück hinter uns. Oh, und ich habe Peach getroffen. Sehr schön. Bowser kann ruhig Zweiter werden. Von mir aus. Der war ja beim letzten Rennen nicht so gut, deswegen wäre das sehr vorteilhaft für uns, um den Goldpokal zu sichern. So, einmal hier rüber gehüpft. Und hier gibt es auch Abkürzungen. Dafür bräuchten wir aber einen Pilz. Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwie drei Leute vorbeilassen, um dann die Wahrscheinlichkeit auf den Pilz zu erhöhen, aber nee, lassen wir das. Ich versuch's dann einfach so zu erklären. Alter, wie fahre ich denn heute? Was ist denn los?
immer übers Gras. So. Dann. Also mit Tintenfleck sowieso nicht. Naja. Da nämlich. Da links seht ihr das Loch da. Zwischen den bunten Blöcken. Da kann man durchfahren. Das ist, glaube ich, auch die einzige richtige Abkürzung. Natürlich, man kann immer übers Gras abkürzen. Mit Pilzen. Aber das war, glaube ich, so die einzige, die auch so als Abkürzung gedacht war. Also zumindest die einzige, die mir bekannt ist. So, jetzt bitte mal ordentlich fahren. Kriege ich das irgendwie mal hier gebacken? Ja. Natürlich kommt da ein Blitz. So. Da nämlich. Ich würde jetzt genau drauf zusteuern. Auf die Abkürzung. Ich denke mal, ihr habt sie gesehen. Wenn nicht, dann spult nochmal zurück. Was weiß ich. Auf jeden Fall ist das Rennen jetzt mal unsers. Und ich hoffe, Bowser schafft das hier. Ja, er hat es geschafft. Und jetzt sehen wir uns mal die Punkte an. Peach fällt auf jeden Fall auf Platz 2. Bowser kommt auf Platz 3 hoch. Luigi nochmal abgekackt. Ja, also wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Dafür, dass wir das erste Rennen Zweiter wurden. Okay. Ah, genau. Königliche Rennpiste ist die dritte Strecke vom N64. Okay. Los geht's. Ja. Hier wieder auch. Wie oft soll ich es noch sagen? Sobald wir Pilze bekommen würden, könnte ich das vor... Ach, eigentlich kann ich die auch vormachen. Das mache ich dann so wie bei Marios Piste. Es macht uns dann zwar langsamer, aber ich zeige es trotzdem einfach mal. Hier einfach rüber, mit einem Pilz am besten. Und dann hier drauf und dann geht's weiter. Sind sogar trotzdem noch Erster. Mann, sind das Dullis heute. Bowser verkackt's wieder, jetzt ist Luigi ganz vorne. Das wäre wirklich optimal, wenn Luigi jetzt ja Zweiter werden würde. Hat sich aber schon erledigt. Peach irgendwie Dritter, nee, am besten Vierter und Bowser wird Dritter. Das wäre optimal, aber naja, egal. Gut. Ansonsten gibt's aber auch nicht wieder viel zu zeigen. Außer diese dummen Kurven hier. Ach komm, das war echt wieder so dilettantisch. Naja, egal. Okay, nehmen wir jetzt hier mal den regulären Weg. So. Und wieder Tinte. Aber die können wir diesmal schnell abwaschen. Dank der Geschwindigkeitsstreifen. Oder Beschleunigungsstreifen. So heißt es richtig. So. Und hier auch halt einfach übers Gras abkürzen, wenn man will. Und einen Pilz hat. Hier am besten. Direkt hier am Ende. Da kann man gut was erreichen damit. Und eine Runde ist es noch. Und dann haben wir es geschafft. Luigi wirklich auf Platz 2 aktuell. Also wäre schön, wenn er es schaffen würde. Ah, ich gucke jetzt so ein bisschen immer auf die Karte. Aber der hat eigentlich einen ganz okayen Abstand. Ah, nee, hat nicht geklappt. Wäre auch zu schön gewesen. So, jetzt haben wir einen Pilz. Dann können wir eigentlich gleich mal abkürzen. Irgendwo. Nicht da, wo eine Abkürzung ist, aber einfach so übers Gras. Und Luigi hat es vergeigt. Er ist jetzt Vierter. Keine Ahnung, wo der reingefahren ist. Naja, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt ist er wieder Zweiter. So, hier können wir nämlich abkürzen. Ein paar Meter. Ja, war jetzt nicht optimal genommen, aber ging noch. Na komm, Luigi, du schaffst es. Yes. Sehr geil. Und wo ist Peach gelandet? Sechster Platz. Oh Mann. Verliert damit natürlich Plätze. Und zwar 2 Stück. Bowser bleibt Dritter. Und Luigi zieht 2 Plätze hoch. Ist jetzt mit 32 Punkten direkt hinter uns. Ja, 10 Punkte Abstand. Das heißt, sobald wir 5 Punkte holen, das wäre 12, 11, 10, 9, 8. Ich glaube, der 8. Platz. Also dürften wir, glaube ich, holen. Und das, obwohl wir das erste Rennen verkackt haben. Also, die Computer fahren wirklich so optimal für uns, dass wir uns wirklich eigentlich so viele Fehler erlauben könnten. Naja, auf jeden Fall, Goldpokal gehört uns. Wie viele Punkte sind ja eigentlich egal, wir haben es ja sowieso verkackt in der ersten Strecke. Deswegen ist es mir egal. Ja, und hier gibt es auf jeden Fall doch ein bisschen was zu zeigen, aber da werde ich auf jeden Fall einmal runterfallen, denn direkt
die Abkürzung am Ende der Strecke habe ich überhaupt nicht drauf. Also wäre wirklich ein Wunder, wenn ich die fehlerfrei schaffen würde. Aber probieren geht über studieren und ich möchte es euch auf jeden Fall zeigen. Nicht unbedingt, wie man es optimal ausführt, aber so wie es sein könnte. Einmal hier diese Abkürzung gibt es noch. So. Hier gibt es dann glaube ich nichts mehr, aber da fahre ich schon auch einmal links vorbei, einmal rechts vorbei für euch. So, das war links vorbei. Und jetzt versuche ich mal diese Abkürzung. Die könnt ihr schon sehen. Boah. Boah, ich habe es echt geschafft, sauber. Also die gelingt mir wirklich so selten. Aber ich bin froh, dass ich es direkt auf Anhieb geschafft habe. Jetzt hier rechts vorbei. So. Zack. Einmal rüber. Und weiter geht's. Banane legen wir einfach mal so ab. Vielleicht fährt da einer durch, weil er denkt, das wäre eine Münze. Kann ja sein. Also online mache ich das immer, weil ein Mensch kann das ja wirklich mal verwechseln. Und da ist auch wirklich jemand reingefahren. Der Dulli nämlich. Aber ja, bei Computern bringt es eigentlich nicht viel. Der ist jetzt einfach so da durchgefahren. Nicht, weil er dachte, das wäre eine Münze. Also die Computer wissen da schon, das zu unterscheiden. Die fahren da nicht mit Absicht rein. Gut. Eine Strecke, eine Runde ist es noch. Und wir sind eigentlich ziemlich weit vorne. Das kann eigentlich keiner mehr so richtig schaden. Ah, ist das bitter, dass wir das erste Rennen verkackt haben. Naja, egal. Passiert. Muss man mit leben. Gibt aber, glaube ich, auch Schlimmeres. Hier sowieso, weil hier haben wir ja eh alles mit 3 Sternen. Aber wäre das jetzt so ein Cup, wo ich noch nichts geholt habe, so im 200er CCM, und dann verkackt man das so, das wäre schon ziemlich bitter. Und da wäre es auch auf jeden Fall für mich wert, sich darüber abzufacken. Na egal. Hauptsache, wir haben es geschafft hier. Das Ganze ordentlich überstanden. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Und ja, ich würde sagen, ja, wie sagt das Mario? Wie sagt man das auf Italienisch? Ich wollte es gerade auf Italienisch, wollte ich mich verabschieden. Ich glaube, die sagen einfach ciao. Ja, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.